Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Jens Katschke von der Firma DECK. Herr Katschke, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Ich war vorhin schon mal auf Ihrem Stand, habe mich ein bisschen umgesehen und DECK ist ja nicht nur bekannt als Maschinenanbieter, sondern stellt sich auch da als Solutions Provider. Aber dabei stellt sich natürlich die Frage, wie man das rüberbringt. Da haben Sie gewisse Ansätze, die Sie hier auf dem Stand auch sehr gut rüberbringen. Worum geht es da spezifisch? Ja, wir nennen das PrintLab Vision 2020. Das ist eine Möglichkeit oder eine Plattform für uns, unser gesamtes Know-how dem Kunden rüberzubringen. Das Thema ist, wir haben unser Prozessteam, unser Applikationsteam, was eben jetzt unterwegs ist, das heißt aktuelle Kundenprobleme mit dem Kunden erarbeitet oder löst. Darüber hinaus als Part des Teams haben wir eben auch unsere Zukunftstechnologiegruppe, die sich eben damit befasst, in welche Richtung entwickelt sich das Drucken, was sind die zukünftigen Herausforderungen und wie müssen wir eben als Lösungsanbieter darauf reagieren. Mhm. Was müssen wir entwickeln, damit unsere Kunden in 2, 5, 10 Jahren das richtige Equipment und auch die richtigen Materialien zur Verfügung zu haben, um eben die Probleme zu lösen. Mhm. Also als Erstansatz gibt es also das PrintLab Center. Stelle ich mir das vor als, ich bin jetzt der Kunde, ich komme zu Ihnen, wir setzen uns hin, ich erzähle Ihnen meine Probleme oder meine Aufstellung von meiner Produktion und dann besprechen wir zusammen Lösungen, wie ich das verbessern kann? Ja, das ist das so im Ansatz das Konzept? Im Prinzip ist das Konzept ein interaktives Konzept, wo wir einfach mit den verschiedenen Möglichkeiten haben, in Bereiche, die wir anbieten können, reinzuspringen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit dem Kunden konkrete Themen zu bearbeiten, sei es, wie drucke ich zum Beispiel 03er CSPs. Ich habe auch die Möglichkeit, reinzuschauen, in welche Richtung entwickelt sich denn die Elektronikfertigung. Was wird denn kommen? Was wird denn auf den Kunden zukommen? Und was haben wir auch als Antworten dazu schon? Mhm. Ja. Das heißt also, für den individuellen Kunden ist der Vorteil, dass Sie und DECK durch verschiedenartige Gespräche mit verschiedenartigen Kunden den individuellen Kunden diese Erfahrung weitergeben kann. Das ist richtig. Ja, wir wollen eigentlich den Kunden unterstützen. Okay. Ja, es geht darum, nicht nur einen Maschinenteil zu besprechen, nicht nur eine Funktionalität der Maschine, sondern es geht darum, den Kunden eine Lösung zu besprechen. Mhm. Und da sind wir eben in der Lage als Anbieter, da wir ja die ganzen Bereiche von der Maschine über die Schablone, über die Prozesstechnologie haben, um dort wirklich Lösungen zu besprechen. Mhm. Und das ist eigentlich das Thema des Solution Center, mhm, mit dem Aspekt auch auf die zukünftige Ausrichtung. Und die zukünftige Ausrichtung ist dann, was Sie Vision 2020 nennen. Genau. Vision 2020 heißt, dass das, was unsere Future Technologies Gruppe dort erarbeitet, die Roadmaps, die dort ausgewertet werden, dann entsprechende Lösungen zu entwickeln, mhm, die eben sich mannigfaltig darstellen können. Also über die Maschine, über die Schablonentechnik und über Optionen, die eventuell benötigt werden. Mhm. Das ist eigentlich das Gesamtkonzept, womit wir dem Kunden eigentlich das transparenter machen wollen, was an Expertise da ist und was er auch nutzen kann, wo der Name DECK für steht. Ja. Was für eine Resonanz haben Sie über die letzten 2 Tage hier auf der Messe erhalten oder auch vorher, wenn Sie jetzt direkt mit dem Kunden, mit diesem Konzept, mit dem Kunden dann reden? Ja, die Kunden sind grundsätzlich positiv dort eingestellt, weil sie verstehen, sie merken, dass wir die Probleme verstehen, mhm, und auch dort an Lösungen arbeiten. Und da das als Dialog auch ausgearbeitet ist, so als Dialog funktioniert, ist das immer ein Thema, wo beide Seiten sehr viel lernen können. Also mhm, der Kunde lernt, was können wir ihm bieten, aber auch wir lernen, wo natürlich weiterhin, was sind jetzt die speziellen Anforderungen, die speziellen Probleme. Und das wiederum fließt natürlich auch in das in diese ganze Solution Center Thematik mit ein. Mhm. Ja. Also sehr positives Feedback von den Kunden, ja, und wir haben auch noch 2 Tage hier auf der Messe, beziehungsweise 1,5 Tage, wo
Leute zu Ihnen auf den Stand kommen. Ich wünsche Ihnen dabei noch weiterhin Erfolg und freue mich auf der nächsten Messe, beim nächsten Zusammenkommen auch weiter vielleicht über dieses Thema dann mit Ihnen zu besprechen. Ja, gerne.